Willkommen zurück zu Haunted Howls, das Grauen von Green Hills. Und es ist wirklich grauenvoll hier. Alleine das erste Bild, wie ein armer, kranker Mann, der Angst hat, in einem Fahrstuhl festsitzt und sich Türen aufmalen will. Und genau da geht es jetzt auch weiter. Ich habe mich schlau gemacht. Klar, wir sollen mit dem Pinsel irgendwie ihm Türen malen. Und das, was ich brauche, ist Farbe. Und die Farbe, die kriegen wir aus unserem anderen Raum her. Da, wo unser, wer war das, der Briefmarkentyp sitzt. Denn der hatte Farbtöpfe und das müsste eigentlich gehen. Hoffe ich jedenfalls. Jawohl, Pinsel mit Farbe, okay. Da bin ich nicht so selber drauf gekommen, dass man jetzt hier wieder zurück soll, um sich da Farbe zu holen. Vor allem, warum nimmt sie dann nicht das mit, die Farbe? Warum der Pinsel da rein und dann wieder, naja, egal. Wir gehen runter und mal gucken, ob das jetzt geht. Also er hat jetzt hier seine Tür bekommen. Die wird jetzt für ihn real, oder was? Ah, und jetzt können wir hier irgendwas machen. Ah, zweimal drücken. Ba-ba-ba. Können wir denn jetzt hier diese Taste reinsetzen? Da. Also zum Starten Hebel umlegen. Zweimal drücken. Wo? Was ist denn das für eine Anleitung? Dreimal. Und dann haben wir noch die Glühbirne, die hier hin kann. Alles klar. Was ist hier? Ah. Ah. Aha. So. Habe ich jetzt alles gemacht? Warte mal. Dreimal. Dreimal, damit die... Soll die leuchten oder welche soll denn jetzt leuchten? Viermal. Dreimal die hinterste. Okay. Zwei. Drei. Viermal die erste. Eins. Zwei. Drei. Hier. Und was soll das heißen? Null? Zehn? Nullmal die in der Mitte. Aha. Zweimal drücken. Zum Starten Hebel umlegen. Oder was? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Warum leuchtet das denn hier immer auf? Weil, also der leuchtet auch. Ich denke immer nur der hier in der Mitte. Moment mal. Was war denn jetzt daran falsch? Immer mal einmal raus. Nicht, dass das irgendwie mal dann gezählt wird. Dann versuche ich das eben nochmal. Wenn ich das noch nicht ganz kapiert habe. Dreimal. Viermal die. Und das kann ich nicht erkennen. Irgendwie soll es eine 0 sein oder eine 6? Oder eine 10? Das ist so komisch hier, weil das könnte, der Strich könnte auch eine 1 sein, soll es 0 heißen. Ist eigentlich komisch, das gar nicht zu drücken, ne? Zweimal drücken. Geht aber nicht. Irgendwas ist hier falsch bestimmt. Mit der Glühbirne hier. Ich versuch's dann nochmal mit 6-mal und 10-mal, aber es ist schon ein bisschen doof jetzt gerade. So ein Unsinn eigentlich, ne? Geht aber auch nicht. Also eine 10 ist es auch nicht. Geh nochmal wieder raus. Ran. Dreimal. Zum Starten Hebel umlegen. Ja. Also ich habe das jetzt mit 0 mal versucht, mit 10 mal versucht, mit 6 mal versucht. Und wahrscheinlich ist es alles falsch, was ich hier mache. Dreimal. So heißt das doch, oder? Die blöde Birne hier, oder?
Die hintere und vordere, also ich verstehe das doch richtig, oder? Und das hier kapiere ich nicht. Wenn das doch eine 0 ist? Oder eine 6? Zweimal drücken. Das ist die Taste auch, die wir selber eingesetzt hatten. Aber es geht jetzt auch nicht nach Reihenfolge, dass ich mit den Birnen immer falsch anfange. Wir können ja mal andersrum anfangen. Mach schon. Geh an. Wo ist das Problem? Was mache ich falsch? Bestimmt irgendwas mit der dritten Birne. Irgendwas ist da faul. Dann sollen sie das doch mal deutlicher schreiben. Hier mit der Birne. Notiz. Ich könnte natürlich auch lösen, aber ich will nicht. Ich will das alleine schaffen. Ich bin nur zu wohl gerade irgendwie. 2, 3. 1, 2, 3. Hier. Mach ich mal einmal die Birne in der Mitte. Zweimal drücken, Hebel. Hat geklappt? Das war einmal. Das sollte eine 1 sein. Auf geht's zu einem besseren Ort, hoffe ich. Das sollte eine 1 sein. Aha, kann man die 1 auch mal deutlicher machen? Welch Freude. Ach, wie bin ich froh. Ich habe wahres Glück gefunden. Offenes Gelände. Yippie. Danke und lebe wohl. Ich versuche nun mein Glück im Freien. Ich habe eine Wandsphäre bekommen. Oh, er ist draußen. Und der Fahrstuhl geht in den komischen Galgenraum. Ist er da dann jetzt gefangen? Das wäre auch voll scheiße, weil der sieht genauso aus, der Raum. Okay, schön, dass wir das geschafft haben. Dann gehen wir jetzt zurück, setzen die dritte Sphäre ein und kommen hier hoffentlich endlich mal weiter. Oh Mann, ey. Ja, ich habe das nicht als 1 erkannt, sonst wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Wo soll das hin? Dahin. Ich weiß gar nicht, wo der Zusammenhang hier ist mit diesem Loch hier. So. Ich kann das Surren des elektrischen Sounds nicht mehr hören. Oh, wir haben den elektrischen Sound ausgemacht. Das ist natürlich toll. Nachdem ich weitere Sphären in die Maschine im Keller eingesetzt hatte, hörte ich durch das Oberlicht, wie sich der Elektrozaun abschaltete. Das sollte ich mir genauer ansehen. Auf jeden Fall machen wir das. Wir gehen raus. Wie cool. Der Zaun ist endlich. Ah, jetzt können wir da auch durch, endlich. Eine Mondsonde. Die Experimente des Dr. Blackmore kennen wohl keine Grenzen. Ach, ein Wimmelbild. Da weiß man wenigstens, was man zu tun hat. Schmetterling, Taschenlampe, Schneemann. Warte, was steht hier, als ich den... Ja, das hatten wir doch schon. Schmetterling, Taschenlampe, Schneemann, Fledermaus. Schneemann. Fledermaus, die können wir in die Tür bestimmt einsetzen. Taschenlampe. Das hier? Nö. Da. Da leuchtet auch was. Nicht? Na gut. Schmetterling? Signalhorn, Chamäleon, Fernglas, Megafon. Oh Gott. Da ist ein Fernglas. Da war das Chamäleon. Megafon. Da. Signalhorn. Karten. Ballon, Pumpe, Schuh. Schuh. Was ist das da? Hm. Karten. Das ist Geld. Karten da oben. Ballon, Pumpe. Oh, erkenne ich die Pumpe in dem Gewusel? Ich glaube nicht. Socke, Kette, Buch, Uhr. Kette kann auch schon wieder alles sein. Ich nehme mal die hier. Super, hat geklappt. Buch? Da? Nee, wo ist denn das Buch?
Hinterher als Zuschauer erkennt man die Dinge immer viel, viel leichter, als wenn man so direkt vorm Monitor sitzt. Das ist total komisch. Aber da sucht man immer ewig irgendwie. Socke, Buch, Uhr, Ballon, Punkt, Schmetterling, Taschenlampe. Wieso ist da keine Taschenlampe? Was ist das hier? Da ist eine Socke. Hab sie. Buch und Uhr. Da ist die Taschenlampe. Das ist der Ballon, ja. Das ist ja toll. Noch ein Schmetterling vielleicht? Netten wir den weg? Da? Nee, das ist die Krone. Schmetterling? Schmetterling? Hol mir mal einen Tipp. Was ist hier? Ach, die Pumpe. Ja, das ist gut, weil die hätte ich so auch nicht gefunden. Buch und Uhr. Da ist der Schmetterling. Buch und Uhr immer noch. Die Uhr müsste man noch... Da ist eine Uhr. Ha. Wo ist das Buch? Da? Ja. Buch habe ich auch gefunden. Prima. So, ich habe die Fledermaus. War klar. Was haben wir hier? Benötige eine Zugangskarte, die ich noch nicht habe. Was findet man hier noch? Nix? Nix? Oh, da ist bestimmt der Eingang zu dem kranken Doktor. Dann gehen wir mal nach hinten und setzen die Fledermaus ein. Wenigstens habe ich mal einen Plan. Die Tür mit der Fledermaus steht offen. Oh Mann, was erwartet uns? Ist dies die düstere Gruft eines Patienten? Ich weiß es nicht. Da ist die Zugangskarte. Wer liegt denn hier? Für diese Schatzkiste brauche ich einen Schlüssel. Schatzkiste? In dieser Gruft? Wer liegt denn da? Notizen. Mithilfe der Fledermaus erhielt ich Zutritt zu dem Mausoleum, in dem eine Person im Weltraumanzug begraben lag. Steht er mit dem Bunker auf der anderen Seite des Elektrozauns in Verbindung? Ich weiß es nicht, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Muss ich ja mal so sagen. So, jetzt kommen wir hier rein. Wo kommen wir hin? Etwas sagt mir, ich betrete die Höhle des Löwen. Hier hat jemand versucht, die Tür zu zerschießen. Eine Zitrone. Was haben wir hier drinne? Oh. Oh, und ein nächstes Wimmelbild. Chinesischer Pinsel, Steckdosenleiste, Glaskolben, Chamäleon. Das hier lese ich gleich nach dem Wimmelbild. Was ist ein chinesischer Pinsel? Ist das hier eine Flöte? Ist das hier? Weiß ich jetzt gerade nicht. Steckdosenleiste. Mhm. Was war das? Das war die Steckdosenleiste? Das sah aus wie ein, weiß ich auch nicht. Wie ein MP3-Player oder so. Einer anderen Art. Zwei Ringe, Kreisel, Kaktus, Löffel. Kaktus. Ich sehe eine Gabel, aber kein Löffel. Löffel. Kreisel. Was ist das? Nein. Das? Nein. Das? Nein. Apfel, Flöte. Die Flöte. Was mit dem Apfel? Ist der hier? Nee. Da ist der Apfel. Fischhund. Fischhund, Fischhund, Fischhund. Was ist das? Nein. Das und das und das und das. Fischhund. Fernglas. Nein. Da. Strumpf. Strumpf. Und Klebeband. Klebeband. Klebeband habe ich. Da ist der Strumpf. Oder was? Was war das? Ja. Brosche. Da. Zwei Ringe. Ist das ein Ring? Nein. Was für eine Art Ringe denn? Da, so richtige, so Fingerringe halt. Okay. Das war Ring Nummer 1. Wo ist denn Ring Nummer 2?
Da war der chinesische Pinsel. Ich habe ihn gefunden gehabt. Glaskorn habe ich auch schon. Ja. Und Chamäleon, das finden wir auch. Da. Ha. So, Fisch und Hund. Da ist ein Fisch. Jetzt noch der Hund. Da. Nee. Ist das, was ist das überhaupt? Nacktkatze? Könnte sein. Wo ist der Hund? Ring und Kreisel. Da ist der Kreisel, ganz groß. Hab ihn trotzdem nicht gesehen, gar wahrscheinlich, weil er so groß ist. Das der Ring? Nee. Das soll das der andere Ring sein? Holen wir mal einen Tipp. Da ist der andere Ring. Okay, den hätte ich lange suchen können, glaube ich. Jetzt noch der Hund. So, das ist es ja wohl nicht hier. Das da auch nicht. Hier irgendwo. Was? Das soll ein Hund sein? Das war irgendein Ding. Und ich kann nicht mal sagen, was. Ich denke, dieser Knopf wird die andere Tür im Flur öffnen. Der Diamantring steckt fest, doch ich kenne da einen Trick. Eine Zitrone? Mit einem Haken, mit Seife wahrscheinlich, aber die müssen wir noch finden. Und auch gruselig mit der Tür hier, die hier so vor sich hin wackelt. Was steht jetzt in den Notizen? Dieser Knopf ist von einer Glaskuppel umgeben. Man könnte denken, dass der Knopf von großer Wichtigkeit ist. Wer wäre ich, wenn ich den großen roten Knopf nicht drücken würde? Vielleicht wird sich mehr eine Tür öffnen. Ja, können wir das vielleicht irgendwie... Was können wir da machen? Nix. Was ist das hier? Ein Stift an sich ist nicht viel wert. Ja, aber ich hab nichts irgendwie um... Ne? Brauche ich noch Papier oder so? Weiß ich nicht. Was ist hier? Die Tür ist abgeschlossen, doch ich kann kein Schlüsselloch erkennen. Ja. Kommt noch. Ein Wasserspender sollte nichts dem Abfluss spenden. Ja. Das war Nummer 1. Können wir hier schon mal... Ach, können wir schon. Okay. Na dann, danke. Das Wasser könnte etwas Zitrone vertragen, bevor ich es mitnehme. Bitte schön, Zitrone. Warum auch immer. Limonade. Und dafür dürfen wir jetzt wieder wimmeln. Okay, das macht Sinn. Schmetterling. Schon wieder. Finde ich ihn diesmal schneller. Nein. Schneeflocke. Zielscheibe. Da ist die Schneeflocke. Zielscheibe. Da ist ein Wecker. Aubergine, Himbeere, Eidechse und 3 Nüsse. Okay, Himbeere. Das hier eine Nuss. Das hier eine Nuss. Nuss Nummer 1 und Nuss Nummer 3. Okay. Eidechse. Meistens finde ich die kleinen Tierchen immer relativ schnell. Aber beim Hund gerade eben, das... Habe ich nicht kapiert. Da ist ein Fisch wieder. Spinne, die habe ich gesehen, weil die so eklig ist. Sehe ich die schnell. Da ist eine Schlange. Seife, die brauchen wir. Die brauchen wir nämlich für den Ring. Habe ich mir nämlich gedacht. Was war es? Sieht aus wie ein Ei. Es war auch ein Ei. Okay, alles klar. Axt. Ganz stumpf. Oder scharf. Axt. Seife, Hut, Axt. Hut. Hier, Piratenhut. Dann nicht. Rubin. Da ist die Axt. Was ist hier jetzt der Rubin? Irgendwas im Roten. Da ist die Dings. Da ist eine Rose, die leuchtet. Ist schon gemein, weil hier alles so klein und rot irgendwie ist. Nagel und Stern. Da ist ein Stift. Oh, ich sehe hier auch wieder alles Mögliche. Da ist ein Pfeil. Und ein Schlüssel. Das... Nee. Oh Gott, Aubergine. Ich sollte mich mal auf eine Sache hier, ist die Aubergine, festlegen.
Da ist ein Dartpfeil. Schmetterling, wo ist denn die Zielscheibe dazu? Sehe ich die nicht. Meh, meh, ich mag das immer nicht, wenn ich so lange brauche. Da ist ein Nagel. Komm, nimm ihn dir. Warum? Das ist doch der Nagel, oder nicht? Hallo? Nägel sogar soll ich finden. Also mehrere auf dem Haufen eher. Nägel. Da, ganz viele. Okay, sorry. Aber das wäre auch einer. Hätte einer. Na gut, egal. Zielscheibe, Fußabdruck. Ich sehe immer nur diese beiden Wecker und alles, was ich nicht finden soll. Ist da der Schmetterling? Nein. Wo ist der Schmetterling? Wo ist die Zielscheibe? Wo sind all die Dinge? Was ist das? Was ist denn das? Ach, die Seife. Okay. Na gut. Da ist ein Hut. Ha, ein Partyhut. Na endlich. Stern. Nicht so einfach. Da ist der Fußabdruck. Wo ist denn ein Stern? Stern, 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 Stern. Mann, 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 Mann. Und Zielscheibe immer noch. Oh, ich. Was war da? Ach, der Rubin. Sehr schön. Jetzt noch den Stern, dann ist wieder einer weg. Na? Das wohl heute noch schaffe. Alles nie so einfach. Tippi. Oh, ein Seestern war damit gemeint. Das ist aber gemein. Ich habe jetzt nach einem anderen Stern gesucht. Okay. Da war die Eidechse. Schmetterling und Zielscheibe noch. Ach, ist das die Zielscheibe die ganze Zeit? Ach so. Das sah mal aus wie so eine CD oder so eine Schallplatte oder so. Ich weiß auch nicht. Na gut. Schmetterling. Da ein Schmetterling? Nein. Da bleibt mir nur das Bild eher zum Einfrieren da. Weil ich immer so mehrere Male drauf drücke, weil es auch manchmal nicht geht. Ist da der Schmetterling? Kann das nicht? Ja, da war echt ein, das war echt ein Schmetterling. Mann, das ist doch viel zu schwer zu erkennen alles hier. So, wir holen uns mal den Ring. Nun kann ich den Ring abnehmen. Wunderbar, was mache ich mit dem jetzt? Ring. Jetzt darf ich... Oh, noch schon wieder wimmeln. Grammophon, Schallplatte, bla bla bla. Hier. Toilettenschüssel. Da waren Handschuhe, die wollte ich zwar gerade gar nicht, aber okay. Chilischote. Was ist denn hier eine Toilettenschüssel? Brecheisen. Zwei Hände. Hände. Bitte schön, Hand Nummer 1. Ich suche noch eine Hand. Die finde ich bestimmt noch. Zwei Engel. Da ist Nummer 1. Da ist Nummer 2. Eine Spinne. Komisch, dass ich die so schnell immer finde. Wahrscheinlich, wenn man das schon geübt ist, so aus Angst, welche zu finden. Rasierer. Tastatur, das findet man ja. Zwei Katzen. Ja, das, die hatten wir ja vorhin schon. Chilischote. Da. Wo ist denn hier die Toilettenschüssel, echt? Da, ja. Hand. Jetzt sollte ich sie langsam finden. Tue ich aber natürlich nicht. Münze, Auto, Lupe, Hut. Auto. Münze. Lupe. Dinge, die ich vorhin schon gesehen habe und Hut. Jetzt noch bitte die Hand. Dann hätten wir es nämlich. Das ging ein bisschen schneller. Merkwürdigerweise, weil man immer die Dinge sieht, die man nicht finden soll. Wo ist die zweite Hand? Wo ist denn deine Hand? Also ich weiß nicht, wo man da eine Hand erkennen soll, aber okay.
Okay, und ich habe eine Tastatur. Okay. Mhm. Kann ich jetzt hier irgendwas machen mit? Weil ich tolle Sachen jetzt habe? Was? Ich kann den Ring an den... Was? Ach so, ich kann mit dem Ring das anspitzen? Oder wie? Und habe jetzt einen Glasschneider. Aha, aha. Es hat funktioniert. Die Sicherheitstür im Flur hat sich gerade geöffnet. Yay. Oh oh, Telefon. Notizen. Als ich den Raum betrat, hörte ich ein scharrendes Geräusch an der Decke und sah, wie sich die Kacheln dort bewegten, als ob jemand über sie lief. Ein kurzer Spritzer mit der Wasserkanone könnte diesen jemand auf den Boden zurückholen. Das Wasser des Wasserwerfers wurde abgestellt. Hier. Was ist hier? Ein Ventil fehlt. Krankenakten fehlen. Da wahrscheinlich auch. Was kann ich denn jetzt mal hier machen? Ich habe Limonade. Mehr habe ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Kann ich hier das noch mehr einhämmern? Ach, hier ist was, was fehlt. Okay, die Zahl 7. Zahl 7. Berühmter Wissenschaftler James P. Goldmanrick in Green Hills verstorben, 1952 bis 2007. Was mache ich denn jetzt mit der 7? Wo kann ich die denn einsetzen? War hier noch irgendwas? Nö. War hier noch was? Wie, ich soll jetzt hier nochmal wimmeln? Och, nö. Umriss eines Körpers. Hier. Oh, ich mag das aber nicht, dieses Bild hier. Manno. Ich war doch gerade so stolz auf mich. Dass ich das geschafft habe, endlich. Wollte ich jetzt mal was anderes machen, aber nein. Hier, Lutscher. Zwiebel. Jetzt muss ich wieder so Dinge suchen, die ich nicht finde in diesem Bild. Das ist doof. Pistole. Smiley. Ich habe hier noch gar kein Smiley je gesehen gehabt, aber okay. Brille. Münze. Wo ist denn jetzt hier eine Brille? Ich weiß es doch nicht. Haken. Ich weiß es nicht. Warum muss ich das machen? Okay. Spaghetti. Ich finde hier gar nichts. Ich bin heute nicht so, weiß ich auch nicht. Abfall, den weiß ich, dass der hier war. Gottesanbeterin. Wäscheklammer. Und immer so diese kleinen Dinge, die keine Sau sehen und erkennen kann. Thermometer. Das hatte ich auch schon. Umriss eines Körpers. Wo ist denn hier? Ah, da ist ein Haken. Zwei Wecker. Die hatte ich auch vorhin gesehen. Kannst du jetzt bitte die Wecker nehmen? Kannst du die bitte nehmen? Ey. Okay, dann nimmst du den Wecker. Ja, ist okay. Smiley. Weiß ich nicht. Hier. Da. Umriss eines Körpers. Da ist eine Rose. Die hatten wir auch schon. Was ist hier? Wäscheklammer. Brille. Musiknote. Da. Hab sie. Ha. Spaghetti. In dem Bild. Wo sind denn hier Spaghetti? Die hier vorne. Irgendwo. Oder gekocht oder nicht gekocht? Hier, nicht gekochte Spaghetti. Okay. So, jetzt hilf mir mal. Da ist ein Smiley. Ganz, ganz klein. Alles klar. Jetzt suchen wir noch eine Münze. Die ist es nicht. Die vielleicht. Eine richtige Münze. Eine kleine, schöne Münze.
Münze, 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 Münze. Umriss eines Körpers. Da nicht, da nicht, da nicht. Ja, das ist der Umriss eines Körpers. Ich bin doch so Panne, echt. Und hab nebenbei geguckt, ob meine Katze Blödsinn macht. Entschuldigung, jetzt werde ich auch noch abgelenkt. Es wird immer schwieriger hier für mich. Klar war das der Umriss eines Körpers. Ich bin so dusselig manchmal, echt. Umriss eines Körpers, okay. Muss man sich ja mal merken. So, wir suchen immer noch eine Münze, beziehungsweise ich und eine Wäscheklammer. Da, da. Nein, nein, nein. Was ist denn hier? Ach, das ist eine Münze gewesen. Oh, das ist aber richtig fies. Warum sind die so fies geworden, diese Bilder? Oder einfach in diesem Spiel sind sie schon teilweise echt ein bisschen schwer zu erkennen. Wahrscheinlich hätte ich die Wäscheklammer auch sonst schon gefunden. Ich warte jetzt auf den nächsten Tipp, weil ich keine Ahnung habe, wo die sein soll. So. Ja, also die habe ich echt nicht gesehen, keine Ahnung. Aber ich habe eine Brille bekommen und frag mich, was ich mit diesen Sachen jetzt eigentlich machen kann. Vielleicht gehe ich damit ja auch nochmal zurück oder so, ich weiß es gerade nicht. Oder man kann hier noch was machen? Kann ich hier gucken? Ich weiß nicht, schau mich mal genauer hier um. Wir sind auf jeden Fall ein Stück wieder weitergekommen und mal gucken, wie grauenhaft es noch wird im nächsten Part. Bis dann!